Jo, meine Freunde, was geht? Hier ist wieder euer KuchenTV back in the business. Ich reagiere wieder auf Saschka, um irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Mal gucken, ob es klappt. Wir So schauen mal rein. blass. Leute erschrecken sich von mir in der Nacht, wenn sie mich überfallen würden. Nicht andersrum. Ich bin auch tough. Drei Wetter taft. Sonntag 18 Uhr, ich bin da. Pflanzi und Pflanzinchen sind da und er ist da. Ja! Willkommen. Es geht wieder los, Leute. Nein, nicht Aaron? Meine penetrante Instagram-Werbung, dass ihr mir auf Instagram folgen sollt, sondern etwas noch viel Schlimmeres. Adventskalender. Diese Verpackung hat mich komplett um den Finger gewickelt. Die Adventskalenderzeit besteht darin, Leute mit Fantasiepreisen zu locken. Der was? Und sich zu fragen, ob Leute... Der einzige Adventskalender, den ich fühle, ist der Eis.de-Adventskalender. Wirklich ernsthaft darauf reinfallen. Ich habe mich gefragt, was steckt hinter den berühmten 700-Euro-Kalendern und lohnt es sich wirklich, diese zu kaufen? Dazu habe ich mir Hilfe geholt von Leon, aka Skincare, der mich ein bisschen beraten hat in der Hinsicht. Wer trägt das? Und dann, was kommt da rein? Sachen, die sich nicht gut verkaufen. Aber dazu später. Vorher kommen wir noch zu dem heutigen Sponsor des Videos. Ich weiß, Leute... Stimmt eigentlich, ne? Die packen in diese Adventskalender nur Dinge rein, die sich sonst nicht verkaufen, um sie loszuwerden. Digga, da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich mir auch nie so Adventskalender hole, außer halt auch Schokolade. Krass, zweimal in Folge ein Sponsor, ich bin arm. Ich habe in einem meiner Videos erzählt, dass ich eine Cashback-Seite abgelehnt habe. Daraufhin ist Letty Shops bei mir angekommen und hat gesagt, Saschka, bitte, bitte mach ein Video mit uns. Ich war so, okay, Leute. Und sie haben mir erzählt, welche Vorzüge für Letty Shops habe ich auch schon mal Werbung gemacht. Anderen Seiten. Falls ihr es also nicht kennt, Letty Shops ist ein Cashback-Service, den ihr sowohl auf dem Computer als auch auf eurem Handy nutzen könnt in Form von einer App. Dort findet ihr über 3000 Shops von ASOS, About You. Digga, wisst ihr, was passiert ist, nachdem ich mein Y-Food-Video über Saschka hochgeladen habe, also die Reaction? Y-Food hat mich angeschrieben und will mit mir kooperieren. So ein Ding ist das nämlich. Was tatsächlich gut ist, weil ich wirklich, ich habe tatsächlich halt keine Zeit zu kochen. Das ist halt also echt so. Saturn, Lieferando. Ja, Lieferando ist kein Shop. Weil die wissen halt jetzt, dass ich auch wirklich hinter dem Produkt stehe und das nicht absichtlich so gemacht habe, um dieses Placement zu kriegen. Das ist das, was zählt. Aber ihr wisst schon, es ist super einfach, auf dem Handy zu installieren. Ihr ladet es euch runter, ihr wählt euren Shop aus, ihr klickt drauf und kauft darüber ein und kriegt Cashback. Das heißt, falls ihr mal wieder einen neuen Mantel nötig habt, geht ihr auf ASOS und kauft einen neuen Mantel und kriegt Cashback. Oder wird es vielleicht doch Zeit für einen neuen Computer, weil eurer vielleicht ein bisschen lahm ist, dann kriegt ihr auch Cashback. Das Coole ist, boah, ab dem 1. November Digga. Gibt es einen ganzen Monat voll mit Hot Deals, wo es einen Black November geben wird und eure Raten sind um das 10-fache erhöht. Also könnt ihr ordentlich absahnen. Sagt man das noch? Oder bin ich einfach... Digga, das 10-fache, das kenne ich ja sonst nur von Payback-Punkten. Nur alt. Ihr erhaltet pro Einkauf ein Los und nehmt dabei an einem Gewinnspiel teil. Also könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen, den ersten Link anklicken und mich supporten, ihr Loser. Ihr verliert dabei nichts, ihr könnt nur gewinnen und ich ja. stehe... Also ich finde solche Cashback-Seiten halt cool. Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich nutze die nicht. Ich weiß, eigentlich ist es ja klug, sowas zu nutzen, so, weil ich weiß gar nicht, wie machen diese Cashback-Seiten Geld? Ich schätze mal so partnerprogrammmäßig, oder? Dass sie, wenn du über den Link einkaufst, dass die selber Provision davon kriegen, könnte ich mir halt vorstellen. Oder die verkaufen deine Daten, eins von beiden wird es halt sein. So, das Ding ist, ich feiere eigentlich solche Cashback-Seiten, aber ich bin halt zu faul, die zu nutzen, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. Also, wenn ich jetzt im Internet zum Beispiel irgendwas shoppe, dann habe ich ja keine Lust, erst auf meine Cashback-Seite zu gehen und dann zu gucken, okay, gibt's diesen Shop da? Oder dann extra nur Shops zu benutzen, wo ich halt Cashback bekomme. So, das ist mir einfach zu anstrengend. Und da bin ich auch zu vergesslich, ja. Ich würde da auch die ganze Zeit halt nicht dran denken. Und ich bin auch zu reich dafür, das stimmt auch. Die Zeit, die ich da rein investiere, die kriege ich halt hintenrum gar nicht mehr raus. Wenn ich 10 Minuten länger einkaufe für 2 Euro, Digga, das ist halt cringe, nennt man das. Da, yeah. Aber zurück zum eigentlichen Thema und zwar Adventskalender. Immer mehr Firmen bringen Adventskalender raus. Es ist auch an sich nicht schlimm, dass jede Firma einen Adventskalender hat, aber auf welche ja, gut, Art und halt Weise Sinn, dafür ne? Werbung gemacht wird. Also wenn ihr den haben möchtet, der Code ist nur 24 Stunden gültig. Na, Sarah Desideria natürlich, Digga. Ja, ich glaube selber nicht, dass ich Sarah Desideria als Quelle nutze. Besonders aggressiv stechen Marken wie Hello Buddy, Rituals, Ava and May hervor, als auch Eis, für welche ich auch mal geworben habe. Schnauze! Da ist jemand versaut. Nicht nur ich, sondern ungefähr alle. So wird Mais mit einem hohen Warenwert geworben. Ein Warenwert von 900 Euro und kostet 139. Ja, bei Eis.de ist ja auch generell irgendwie so, ne? Die übertreiben, glaube ich, öfter mit den Preisen, oder? Ne, die haben immer so kostenlose Produkte, die du dir irgendwie mitbestellen kannst. Immer so 5 Sachen. Und die Frage ist natürlich, wie geht das? Es ist oft kein Geheimnis mehr, was in den einzelnen Kalendern drin ist. So machen sich das einige YouTuber als Strategie zunutze und posten seit vielleicht schon 2 Monaten jeden Tag gefühlt. Junge, was? Ein Adventskalender wie. Ja, Sarah, diese Serie ist sowieso so cringe, Digga. Keine Ahnung.
Die hat ja damals dieses Gucci-Video hochgeladen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Das ist bestimmt schon 2 Jahre her. Ja, das war so unangenehm. Und ich finde, die ist auch, also so no front gegen sie, aber ich finde die auch in den Videos, die ist so unsympathisch. Also mir zumindest. Wenn ihr die feiert, alles cool, aber ich finde die halt so unsympathisch. Video, wo sie zeigen, was denn genau drin steckt. Ice.de ist dort natürlich ganz, ganz vorne mit am Start. Dort findet ihr Massageöls. Für gefühlvolle Anwendungen. Irgendwas mit Bonding. Und ich befreie mich. Irgendwas Schräges zum Anziehen. Ich glaube, das ist ein Badeanzug. Anzug. Und natürlich den obligatorischen 40% Rabattcode. Malwanne 40. Steht mich nicht falsch. Ja, das es war cool, Leute, mit Eis zu kooperieren. Auch wenn, ja, auch wenn es im Nachhinein nicht so ganz zu mir passt, aber ist okay. Aber die waren super nett, die Leute. Die haben sehr, sehr gut bezahlt, weswegen auch wahrscheinlich sehr, sehr viele mit Eis kooperieren. Und es waren auch immer spannende Videos, die wirklich enorm viele Klicks einbringen. Pizza, sag mir mal den Titel des Videos, ich kann es gerade nicht öffnen. Bringen, weil das Thema nun mal sehr brisant ist. Aber Warenwert von teilweise 900 Euro. Schnauze! Gerne würde ich da auch Ava und May direkt mal mit einbeziehen. Falls ihr es nicht kennt, das sind die Leute, die Kerzen für teilweise 54 Euro verkaufen. Ganz schön günstig, ne? Kerzen. Aber Sascha, die sind doch aus Soja. Fucking Kerzen. Aber keine Sorge, euch springt in jeder Sekunde, die ihr auf dieser Webseite verbringt, irgendein Rabattcode an. Entweder 15%. Der Adventskalender bei Eis ist halt eher so ein Sextoy-Starter-Set. Ja, das stimmt. Oder 25%. Und wenn ihr eure Lieblingsinfluencer abonniert habt, dann könnt ihr auch gut und gerne mal 60% erwarten. Ist doch gar kein Problem. Nicht aus irgendwelchen besonderen Gründen. Einfach so. So wie zum Beispiel beim Adventskalender. Statt 200 Euro kostet ihr hier nur ganze 159,99 €. Und was finden wir da Spannendes? Fucking Kerzen. Dabei wurde schon oft kritisiert, dass Ava und May nicht mal... Vor allem irgendjemand kauft sich unironisch diesen Adventskalender und freut sich jeden Tag über die Kerze, die da drin ist. Und denkt sich so, oh, Apfelminze, da habe ich jetzt aber Lust drauf. Da stelle ich gleich mal aufs Gäste-WC. Ansatzweise diesen intensiven Duft hervorbringen kann, mit dem sie werben, beziehungsweise mit dem die Influencer werben. Wer hier sagt, dass die intensiv sind, hat meines Erachtens noch keine Yankee Candles oder Goose Creek gerochen. Ich konnte auf jeden Fall alle 3 gekauften Kerzen nach dem Anzünden kaum wahrnehmen. Einmal um die Welt. Die Düfte unserer Produkte erzählen eine einzigartige Reise um die Welt. Von Paris über Kokosnüsse unter Palmen unter den Bahamas bis hin zu einem wilden Ritt auf dem Tuk-Tuk durch den Dschungel Sri Lankas bis hin zu einem Ausflug in das Land der Fantasiepreise. Nehmt euch doch bitte ein Beispiel an Hello Buddy x Mermaid x Banana Beauty. Falls ihr es nicht wusstet, diese Firmen gehören alle zusammen, deswegen ist es schon naheliegend, dass die... Digga, Gin Tonic Holding GmbH fühle ich aber. ...zusammen einen Adventskalender rausbringen. Und der Originalpreis beträgt dahingehend 650 Euro. Und der super duper reduzierte Preis nur für euch beträgt 350 Euro. Oh, sorry, 370 Euro. Oh, Fehler von mir. Mit Sarah Desiderius Code Sarah Advent kriegt ihr die Hälfte. Also wenn ihr den haben möchtet, der Code ist nur 24 Stunden gültig. Mist, dieser Code ist ja leider nur 24 Stunden gültig gewesen. Oder etwa doch nicht. Es ist der 28. Oktober, der Code ist halt noch gültig, ne? Warte mal, ist das etwa nur eine Masche mit dem 24-Stunden-Code? Das ist auch gegen das Gesetz, ne? Falls irgendwer die Adresse von Sarah Desideri hat, würde ich da auf jeden Fall mal ein Anwaltsschreiben hinschicken. Damit die Leute auch wirklich sagen und denken, dass das das letzte Angebot ist. Vielleicht. In dem Kalender lässt sich viel finden. Einmal Coco Day Cream, einmal Banana Beauty Liquid Lipstick, Mermaid and Me Maske, Nagellack, Lip Balm. Ja, Sarah Desideri hat damals ja auch einfach mein Video sperren lassen, obwohl es einfach nur ganz normale berechtigte Kritik war. Ich habe dann ja... das neue Video gemacht, wo ich ihre Parts einfach nachgesprochen habe, selber. Und dann wurde das andere Video aber auch wieder freigegeben. Highlighter, Coco Fresh, Shampoo, Eyeliner, Coco Wow Maske. Besonders überrascht hat mich zum Beispiel auch ein Highlighter für 40 Euro. Wie versprochen habe ich mir jemanden dazugeholt, nämlich Leon aka Skincare, den einige von euch wahrscheinlich kennen. Er selbst kennt sich super in dem Bereich Hautpflege aus, als auch in den Bereichen drumherum. Er hat auch selber mehrere Kooperationen rausgebracht mit bekannten Marken und meine ganze Hautroutine ist basierend auf seinen Empfehlungen. Also ich vertraue ihm schon voll und ganz. Von daher dachte ich, das ist ganz cool, wenn man ihn vielleicht reinholen würde, um zum Beispiel die Adventskalender von Hello Buddy, X-Mermaid, bla 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 und zum Beispiel Rituals auch zu bewerten, inwiefern sich das wirklich lohnt. Wir machen es kurz und knackig. So, ich habe es. Ja, das ist so spannend. Highlighter für 39,99 €. Der Highlighter, ich habe mir den auch angeguckt, das ist ja natürlich wieder, nehmen wir ihn mal als Beispiel, das ist ein
Standard-Highlighter hergestellt, ganz sicher nicht in Europa. Ganz sicher nicht in Europa hergestellt. Schnell gepresst, schnell gemacht. Vielleicht auch einfach so eingekaufte Ware, das machen ja auch viele Private-Labeling, schnell einkaufen, einfach nur ein Logo drauf ballern. Der wird in der Produktion, also wenn der 39 Euro kostet, dann 40 Euro jetzt, und die 70% ganz easy geben können, wird diese 70% werden locker eingerechnet, damit dann überhaupt diese Prozente geben kann. Da kommt aber noch mehr, weil wenn du jetzt nur dann auf den EK kommst mit 70%, hast du was falsch gemacht. Also rechnen sie noch viel, viel mehr ein, bestimmt 300-400%. Das ist alles natürlich eine Mutmaßung, aber da wird ordentlich was eingerechnet. Ansonsten kann man nicht diese riesen Rabatte geben und jährlich so einen riesen Umsatz machen und einen Gewinn vor allem davon noch in diesen Mengen ziehen. Das geht sonst nicht. Da wird schon gut was eingerechnet. Alle ja, ich weiß nicht, den finde ich irgendwie von der Qualität her ein bisschen nervig gerade. Das wäre, was die Firmen sagen. Also eine Firma kann sagen, dass unsere Produkte 800 Euro wert sind im Kalender. Von 900 Euro und kostet 139. Inhaltsstofftechnisch ist jetzt nichts da drin, wo ich sage, oh nee, Can, das ist geil. Duftstoffe, potenziell reizende Farbstoffe, Formulierungen sind günstig, nichts Besonderes. Also ihr findet auch in der Drogerie durchaus Alternativen, wenn ihr um diese Produkte sucht, gerade was einen Reinigungsschaum angeht oder da gibt es so eine Seite. Ja, ich finde den auch schon sympathisch, aber ich finde, er redet ein bisschen viel mit zu wenig Informationen, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ja nach 2 Stunden Reaction aber auch gerade eher so auf dem Film, dass jetzt was gehen sollte. Ja. Die Produkte sind nicht das den VK-Wert, den ihr seht. Sind sie den Gutscheincode wert? Also wenn ich weiß auch gar nicht, um was es jetzt geht. Ist das jetzt etwas, was in dem Adventskalender drin ist? Oder? Haben möchtet, der Code ist nur 24 Stunden gültig. Muss jede Person für sich selber entscheiden. Ich persönlich empfehle nicht, so immense Mengen an Duftstoffe sich ins Gesicht zu schmieren. Das ist schon sehr viel und kann potenziell auch nur die Haut verschlimmern, reizen. Wer sagt, ich liebe diese Marke, yes, ma'am, you go, ansonsten. Heißt das jetzt, du würdest dir nicht die Augencreme für 29,99 Euro kaufen? Ich würde mir generell nicht meine Augencreme für 1,99 Euro kaufen, weil die Augen keine Cremes benötigen. Einfach die Gesichtscreme, ob man es glaubt oder nicht. Einfach mal hochziehen und so machen. Summa. Es gibt keinen Grund, warum es kaufen soll. Auch nicht mit Sarah, diese Serie ist Code. Der Code wird hier einblenden. Sarah X Hello Buddy 50. Sarah Advent. Sarah Advent auf alles. Also auch zum Advent, für Advent, vorm Advent im Oktober. Kennst du dich mit den. Digga, was hat die denn alles draufgeschrieben? Mit den Shampoos und mit den Masken aus von Mermaid and Me. Shampoo ist ein Shampoo, ob man es glaubt oder nicht. Ein Shampoo wird nichts machen, außer die Kopfhaut zu reinigen. Das ist der Sinn eines Shampoos. Ob du dafür 35 Euro ausgeben musst. Sarah Advent. Ich sag's mal ganz süß unter uns beiden Mäuschen, auch für einen anderen Zuschauer. Ein Shampoo mehr als 10 Euro finde ich sehr kritisch vom Preis. Außer in diesem. Digga, die Shampoos, die ich mir kaufe, kosten 1,50 Euro oder so. Shampoo ist ein besonderer Wirkstoff drin. Es gibt durchaus Wirkstoffe, die berechtigt sind. Salicylsäure ist zum Beispiel ein Top-Wirkstoff, wenn du Entzündungen und Schuppen hast und fettige Kopfhaut, das ist super. Aber das wirst du nicht in Shampoos finden, da kaufst du meistens ein Gesichtswaschgel und schmierst dir einfach mal drauf, so wie eine Kur. Ansonsten muss ich ganz transparent sagen, da diesen Shampoo und so ein Shampoo gebe ich nicht mehr als 10 Euro aus. Hast du auch den Adventskalender von Rituals gesehen? Bist du Fan von Rituals? Ich möchte nicht sagen, dass ich habe eine Zeit lang mal als Aushilfe gearbeitet in meinem Studium. War eine coole Zeit. Ja, Duschschäume mag ich tatsächlich bis heute ganz gern. Die sind inhaltsstofftechnisch nichts Besonderes. Es ist ein Duschgel, ist nichts Besonderes. Gina, was sagst du dazu? Du feierst doch Rituals so krass. Der nimmt dich ja schon irgendwie gerade hops, ne? Ja, würde ich für einen Proben-Adventskalender. Ich dachte mir auch. Ey, da ist einmal so 4 Kerzen drin, ein Raumspray, ein Deo, alles wirklich sehr, sehr klein. Irgendein Kissenspray. Also wirklich so, ja, dass man einfach mal einen Vergleich hat. Ne? Oh mein Gott, YouTube. Wer zum Fick braucht das, was da drin ist? Ganz ehrlich, du brauchst eine Sache. Digga, genau. Oh mein Gott, YouTube. Genau so gucke ich, wenn ich gerade mein 5. Match in League of Legends habe zum Aufstieg in Gold 5 und der Midlaner nach 2 Minuten schreibt: OMG, Noob, I leave. Dankeschön, Specklende 88 für den verschenkten Sub. Für 2 verschenkte Subs. Zum Fick braucht das, was da drin ist. Ganz ehrlich, du brauchst eine Sache, findest du geil. Die zweite Sache findest du auch toll. Die dritte, da fängt schon an. Ja. Der Augenbrauenstift am besten. Wer trägt das? Und dann, was kommt da rein? Sachen, die sich nicht gut verkaufen. Natürlich machen sie dann den braunen Lippenstift rein mit dem braunen Glitzer, weil sie wissen, den kaufen 90% der Leute einfach. Natürlich packen sie dann den rein. Die packen nicht die beliebteste Farbe rein. Das werden die nicht tun. Warum sollten sie? Für viele, die es wissen, Adventskalender sind margentechnisch super für die Firma. Wenn sie große Mengen an Adventskalender produzieren und einfach ein gutes System auch haben, dass sie es auch günstig produzieren können. Die Produkte, die zum Beispiel Virtuals einsetzen, die hat Virtuals eh im Verkauf. Die sind jetzt nicht besonders
besonders dafür angefertigt worden, dieser Ehepack. Genauso wie bei Hello Buddy. Was dann nicht schlimm ist, also es ist keine Kritik, sondern es ist so, wie es ist. Die werden dann schön verpackt und dann aber diese Preise so anziehen und zu sagen, ja, wir brechen jetzt unsere VKs, die schon viel zu hoch angesetzt sind, wie wir alle mitbekommen haben. Natürlich hast du immer stehen, ja, eigentlicher Wert 2 Milliarden Euro. Ich kann auch sagen, meine Kopfhörer sind auch eigentlich 6,5 Trilliarden Euro wert, aber nur weil du es bist, kriegst du sie gar nicht. 5 Euro! Kannst du auch. Kriegst du 5 Euro, Bruder. Ey, Digi, kauf doch diese großen Sets, da hast du Full-Size-Produkte drin und wenn der Duft dir gefällt und du weißt, die Person hat den Duft, dann verschenkt. Also ich finde es halt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen in die Länge gezogen. So, also ich hätte es auch besser gefunden, wenn man sowas halt kurz hält. Weil ich finde auch ein bisschen schwierig, da halt zuzuhören, weil die Qualität irgendwie halt schon nicht so gut ist. Also sehr sympathisch, will ich auch gar nichts gegen sagen. Korrekter Typ auf jeden Fall. Hat, denke ich mal, auch Ahnung von dem, was er sagt, aber ich finde, man nimmt halt nicht so viel mit, wenn halt so viel drumherum geredet wird einfach so, weißt du, es wird halt so ziemlich in die Länge gezogen und finde ich eigentlich halt besser, wenn man das so ein bisschen kürzer macht, ne? Ich würde doch lieber das statt diesen Kalender, weil du jeden Tag ein neues Duftpröbchen oder Duschpröbchen. Ja, wer braucht das? Ja, dann danke ich dir für die Expertise, sehr cooles Interview. Jetzt nochmal so ein bisschen verarscht. Ich wollte gerade sagen, jetzt das schneidest du bitte rein. Können wir mal so tun, als du es gerade probiert hast. Das war's jetzt auch kein Bock mehr. Wer ist die Zielgruppe von den genannten Adventskalendern? Wie immer bereitwillige Jugendliche oder Leute, die wirklich annehmen, dass das faire Preise sind oder Leute, die wirklich Fan sind von den Produkten oder den Influencern und auf diese Meinung vertrauen. Aber muss wirklich ein Shampoo für 34,99 Euro sein oder dreimal ein Nagellack für jeweils 14 Euro? Braucht ihr wirklich ein Standard-Highlighter für fast 40 Euro? Oder vielleicht doch eine Haarmaske für fast genau dasselbe Geld? Ist es euch wirklich wert, 150 Euro für einen Adventskalender auszugeben, deren Produkte eher so mäßig sind, eher Durchschnitt, vielleicht eher sogar nicht ganz so gut? Natürlich seid ihr die Konsumenten. Ihr müsst im Endeffekt wissen, was ihr kauft. Aber wenn mit einem vierfachen oder fast dem siebenfachen Wert geworben wird, sollte man sich dennoch immer hinterfragen, was steckt eigentlich dahinter? Klar klingt es cool und klar setzen die Firmen es eben selbst fest, wie teuer alles ist, um euch dazu zu bewegen, deren Produkte zu kaufen für einen sehr, sehr hohen Preis. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ihr drei Masken, drei Nagellacke, noch ein Highlighter und das noch und das noch und das noch und das noch braucht, dann solltet ihr es auf jeden Fall holen. Ist es im Endeffekt wirklich günstiger, anstatt dass ihr einfach das kauft, worauf ihr Lust habt? Ich meine, 90 Euro für einen Probekalender, ja, ist schon hart. Damit würde vor allem durch 24, ja gut, ein Produkt kostet irgendwie so 3 oder 4 Euro. Ja, ich halte von solchen Adventskalendern halt auch nichts. Also meine Mutter bastelt mir immer jedes Jahr ein. Ja, was halt ganz cool ist, aber die macht da halt auch sehr viel Süßigkeiten rein. Ich esse halt eigentlich gar nichts Süßes mehr, was ich auch jedes Mal sage, aber es sind halt die Eltern, ne? Die hören da nicht zu. Und ich weiß, ich feiere generell so Adventskalender, weil ich habe den von Lego. Ich habe den von letztem Jahr sogar noch hier. Ich habe einfach den Adventskalender von Lego, den zeige ich euch sogar, um damit anzugeben. Ich habe den halt wieder, guck mal, das ist der vom letzten Jahr. Den habe ich halt, den habe ich immer noch hier. Weil ich weiß nicht, Digga. Also ich finde das an sich halt mega cool, aber ich kann damit halt jetzt so nichts anfangen. Ich wüsste auch nicht, wo ich die Sachen hinstellen soll. Deswegen habe ich den halt noch. Der ist bestimmt was wert. Aber leider ist die Verpackung ist leider ein bisschen kaputt. Das heißt, wenn ihr den haben wollt, dann könnt ihr mir einfach ein Angebot schicken. Aber ich sag mal, unter 1000 geht der nicht weg. Da ist Darth Vader drin mit Weihnachtsding. Das ist heftig, Alter. Wertanlage. Ja, ich werde mal versuchen, den weiterzugeben. Ah, guck, hier oben ist auch schon in der Box halt ein bisschen kaputt, weil ich den auch mal aufmachen wollte. Ah, ist natürlich bitter, ne? Aber, ja, in 20 Jahren kriegst du eine Mille dafür. Ja, ich weiß nicht, aber den noch 20 Jahre hier rumsitzen, rumliegen zu lassen, ich gebe den wahrscheinlich irgendwann Noah oder so. Aber es sind eigentlich ganz coole Sachen drin. Ich hatte den auch vor einem Jahr davor. Da habe ich das sogar noch aufgebaut, aber ja, ist halt schwierig, ne? Was willst du halt machen, so? Was würde der Held der Steine dazu sagen? Tja. Ich will also nicht sagen, dass ihr euch auf gar keinen Fall einen Adventskalender holen sollt, sondern einfach nur, dass die meisten maßlos übertrieben sind, maßlos die Preise ausgedacht sind. Und wenn ihr das so machen möchtet, macht, aber macht vielleicht doch nicht. macht nicht. Im Endeffekt geht es in der Weihnachtszeit natürlich um die Freude, es geht natürlich um das coole Gefühl. Ich bin mir aber sicher, es gibt sehr, sehr viele coole andere Adventskalender, wo ihr nicht einen so hohen Preis ausgeben müsst, damit ihr... Ja, ich weiß, ich finde aber so Schoko-Adventskalender finde ich wieder zu langweilig. So, ich weiß, ich bin halt Team, ich will einen Adventskalender haben, der aber cool ist. So, weißt du, man sich so jeden Tag freut, was man kriegt. Ich hatte auch mal als Kind so einen Lego-Adventskalender, den habe ich todesgefühlt. Den fand ich, den finde ich richtig geil. Ja, gutes Video aber von Sascha auf jeden Fall.